steh auf, lass uns durch, wir machen nur unsere Arbeit. Das ist eine Klassenarbeit, dieses Kind, das muss zur Schule. Was soll ich denn überlegen? Hör auf, Mann, du bist doch zu blöd. Wie alt bist du denn eigentlich? Ja und? Was für eine Zukunft sollen sie denn haben, die Kinder? Es wird euch doch sowieso nie. Wir gehen arbeiten, wir haben eine Zukunft. Auch nicht anzupassen. Es gibt Menschen, die haben doch was Wichtigeres im Sinn als diesen Irrsinn. Stress, Wut, Verzweiflung. Immer wieder werden Deutschlands Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit, zu Terminen oder nach Hause von Klimaaktivisten überrascht und auf die Probe gestellt. Ihre Geduld ist längst am Ende. Steht auf, lasst uns in Ruhe nach Hause fahren. Unsere Arbeit erledigt. Mehr nicht. Leider wirklich keine andere. Dann macht das doch im Park oder sonst wo. Was soll der? Aber das ist doch keine Aufmerksamkeit. Es tut mir leid. Nehmen Sie die Kinder ab. Mein Kind ist epileptisch. Schluss die Schule. Die Stimmung kocht. Und hin und wieder kommt es auf der Straße sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Autofahrern und Aktivisten. Sind Sie bescheuert? Seit mehr als einem Jahr blockieren Klimakleber die Straßen in deutschen Großstädten. Die Aktionen haben vor allem in den letzten Monaten stark zugenommen. Zuletzt drohten die Aktivisten der letzten Generation in einer selbst angekündigten Pressekonferenz an, ihren Protest in jede Stadt und jedes Dorf zu tragen. Und jetzt sind wir in der vierten Welle unseres Protestes seit dem 10. Oktober, nun durchgehend auf den Straßen seit Wochen. In Berlin, aber auch bundesweit in allen möglichen Städten, wo sich Gruppen bilden, die dann dort den Verkehr unterbrechen, die dann nach Berlin kommen und hier Widerstand leisten. Der Widerstand wird weitergehen. Er wird friedlich sein, aber er wird intensiver werden. Er wird stärker werden. Wir werden mehr Menschen werden. Und der Widerstand hört auch nicht an Weihnachten auf, der hört auch nicht im neuen Jahr auf. Die Forderung der Klimaaktivisten, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Solange die Regierung diese nicht erfüllt, soll weitergeklebt werden. Vielen Autofahrern fehlt das Verständnis, wieso ausgerechnet sie die Leidtragenden dieses Protests sind. Können Sie denn die Sache oder das Anliegen der letzten Generation nachvollziehen? Nö. Auch nicht? Nö. Sollen die doch besser machen. Der kleine Mann, der soll dann die große Zeche bezahlen, was die Industrie vergeigt. Es wird immer Klima sein. Das ist Kurat. Weißt du, was das Kurat ist? Das ist. Was macht ihr, wenn da jemand stirbt jetzt im Auto? Aus irgendeinem Grund, der kommt nicht durch wegen euch. Mörder, 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 Mörder. Alle seid ihr Mörder. Die haben doch gerade noch nicht einen Autoführerschein, die haben noch gar nichts. Und die wollen aber alles heizen und Strom und Telefon und alles wollen sie haben. Finden Sie denn prinzipiell Protest richtig und sich zu engagieren? Ist richtig, aber nicht so. Einer der ersten Fürsprecher der Autofahrer war, live bei Bild TV, dieser Mann, Brummi Brian. Ganz ehrlich, das ist doch absolute Scheiße. Die sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns. Uns, ja? Wir haben alle zu tun. Sie machen ihren Job, ich mache meinen Job. Und was machen die? Stören dabei. Es reicht. Die können zufrieden sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin, sonst wäre ich schon da vorne, ja? Ja, das ist Nötigung, das ist schlicht und einfach, ist das eine Straftat, was hier passiert, verstehen Sie? Okay, und das ist nicht in Ordnung und da hat jeder das Recht, die Leute auch wegzuräumen. Das möchte ich Ihnen dazu sagen, es ist unmöglich. Es ist egoistisch, selbstgefällig, selbstgerecht ist es. Es ist schlicht und einfach eine Minderheit, die hier die Mehrheit versucht zu terrorisieren. Dankeschön. Die Polizei kommt eine halbe Stunde später, hat auch nichts zu tun anscheinend. Es ist ziemlich betrüblich, was hier in Berlin so abgeht, muss ich sagen. Haben Sie kein Verständnis für das Anliegen? Überhaupt nicht, null. Null, weil es ein gewalttätiges Vorgehen ist. Sowas macht man nicht. Das ist schlicht und einfach asozial. Die Frage bleibt also, wieso müssen die Autofahrer für den Protest gegen die Regierung herhalten? Ja, dann geh doch am Bundestag und mach da. Geht dahin, wo die Politik und ist. Hat geholfen? Nein. Wir sitzen nicht. Ihr sitzt hier. Hat geholfen? Gar nichts. Und ihr entscheidet für uns, was wir tun. Okay, für mich. Was soll ich jetzt machen, Ihrer Meinung nach? Wollen Sie nicht. Jetzt? Geht dahin protestieren, wo gehört wird. Wo was geändert werden kann. Hier auf der Straße, nicht bei uns. Da wird keiner das Klima ändern wegen euch. Keiner. Und nicht nur den Autofahrern, die im Stau stehen,
kocht beim Gedanken an die Klimakleber das Blut in den Adern. Ihr seid das Allerletzte. Was ist das hier? Ihr beweihräuchert euch für so eine Scheiße? Menschen haben in ihrem Leben schon so viel bewegt, die wirklich was bewegt haben. Und ihr wollt damit was? Aktiv etwas verändern? Ihr zieht damit nur die Wut der Menschen auf euch. Geldstrafen für die, das zieht nicht. Die müssen in den Knast. Die müssen in den Knast. Und da müssen sie bloß kalte, kahle Wände sehen. Eins steht jedenfalls fest. Mit Straßenblockaden machen sich die Klimaaktivisten in Deutschland keine Freunde. Die Menschen sind in erster Linie eines, nämlich genervt. Sie verstehen nicht, wieso die Proteste sich gegen die Bürger richten, wenn das Ziel eine Änderung der deutschen Klimapolitik ist. Denn nach mehr als einem Jahr haben die Aktivisten der letzten Generation noch keine ihrer zwei Forderungen durchgesetzt. Sie haben nur für viel Stau gesorgt. Platziert! Es reicht! Es gibt auch noch wichtigere Dinge als ihren Blödsinn! Wirklich, ey! Könnt ihr mir vielleicht mal helfen oder was? Los! Klima. Es wird immer Klima sein. Sie sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns. Uns. Ja? Wir haben alle zu tun. Schön gefickt habe, dass ich entspannt bin und weg schon da vorne. So was macht man nicht. Das ist schlicht und einfach asozial. Wir gehen arbeiten, wir haben eine Zukunft.